Hey Leute, Tapete und Wölf melden sich endlich aus der Sommerpause zurück. Ihr schaut Tapete Vlog Nummer 11. Hey Leute, es ist wirklich schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich möchte euch direkt zu Anfang dieses Vlogs darauf hinweisen, dass wir alle Konzerte haben, immer wieder. Zum Beispiel treten Wölf und ich am 24.09. dreimal hintereinander auf, an einem Tag. Ja, um 15 Uhr sind wir da im Café Köpenick, draußen glaube ich, wette das Wetter wird gut. Abends um 22 Uhr fahren wir nach Friedrichshain und treten in der K9 auf. Und dann nochmal gegen Mitternacht im Tommy-Haus. Das klingt viel und das ist auch viel, aber wir werden es souverän meistern. Also je später ihr kommt, desto besser ist unsere Laune. Wölf tritt noch am 30.09. im Pirata Patata auf, aber nicht als Gitarrist oder Rapper, sondern mit seiner Bad Trip Boogie Machine. Platten vom Feinsten. Lena hat auch Konzerte in der Schweiz, in Pößneck und auch im Tommy-Haus. Und ja, in der Schweiz sind Wölf und ich auch Neuigkeiten. Und zwar besucht mal unsere raufaser-records.de Homepage. Zweitens, wir haben eine Radiosendung produziert. ACS, Lena Störfaktor und ich mit Special Guests. Hört euch das auf jeden Fall an auf Soundcloud. Den Link habe ich unten in die Beschreibung gepackt. Außerdem ist das neue Album von ACS fertig. Es ist durchs Mastering gegangen. Er hat alles komplett alleine produziert. ACS, ehemals Connexion Musical, bekannt als Claudito. Aber sein neues Album burnt alles weg. Und das sage ich nicht einfach nur so. Ihr müsst euch aber noch ein bisschen gedulden, weil natürlich muss noch alles gepresst werden und so weiter und so fort. Wir suchen noch eine kleine Location, in der wir eine Release-Party für ausgewählte Gäste veranstalten. Ausgewählt bedeutet, wer zuerst kommt, mal zuerst. Ach Leute, viel Spaß mit der Sendung und bleibt auf jeden Fall bis ganz zum Schluss dran, weil am Ende hat Wölf auf jeden Fall noch einen super krassen Gitarristen eingefangen. On the Streets. Checkt das aus, viel Spaß. Und an die Kollegen von der Polizei. Aber hauptsächlich an die Kollegen vom Ordnungsamt. Hört mal her. Hört mal zu jetzt. Ich geb im Supermarkt meine Fahne. Der tägliche Sixer ist nur mein Standard. Das Gefühl im Bauch ist zum Kotzen. Mit meinem Tagesablauf kann ich auch nicht trotzen. Ich bin einer dieser Bullen. Und dann geh ich zu den Bullen. Da bekomm ich eine Knarre. Ein bisschen macht das gar nicht mal so. Spürst du den Nacken, die Denunzianten? Sehen und gesehen werden, spürst du im Nacken die Denunzianten. Sehen und gesehen werden, spürst du im Nacken die Denunzianten. Sehen und gesehen werden, spürst du im Nacken die Denunzianten. Und gesehen werden. Mach ich jetzt? Wieder an. Was soll ich jetzt machen? Hast du Idee? Ah, ich hab deine Idee. Kann mich bewerben? Yeah, yeah. Ich bewerb mich beim Ordnungsamt, denn Ordnung muss sein. Werde meinesgleichen ankleiden, bei Widerstand hagelt es Anzeigen. Für Vater Staat gegen die Vandalen, wer nicht hören will. Ich trink ich noch ein Bier.
Nacken, die Denunzianten. Sehen und gesehen werden. Spürst du im Nacken, die Denunzianten. Sehen und gesehen werden. Spürst du im Nacken, die Denunzianten. Sehen und gesehen werden. Spürst du im Nacken, die Denunzianten. Sehen und gesehen werden. Spürst du im Nacken, die Denunzianten. Sehen und gesehen werden. Spürst du im Nacken, die Denunzianten. Sehen und gesehen werden. Spürst du im Nacken, die Denunzianten. Sehen und gesehen werden. Spürst du im Nacken, die Denunzianten. Sehen und hallo, I'm the cameraman. Du brauchst Heil, du kriegst jetzt das mal. Ja. Du brauchst Heil. Wir haben den lange nicht mehr gemacht. Wie viele Jahre ist das her? Alter, ich weiß auch nicht. Ich meine ja schon, was ich, wie alt bist du? 60, ich 45. Ja. Hier, willst du mal Cameraman sein? Du sagtest, dass du mich magst. Ich mochte dich noch nie. Du bist Immobilienmakler und deine Philosophie ist das Geld. Ich sollte meine Schulden bezahlen. Das Amtsgericht ließ mich das erfahren. Du willst mich auffressen wie eine Zitrone. Ja komm doch her, ich bin so hart wie eine Kokosnuss. Ich sage oben, ihr sagt Kegel.